Natürlich im Studio bei Laura Papendick und Rick Goldmann. Sie haben es geschafft, Sie sind Deutschmeister 2021, aber wir sagen es gerne nochmal zum Ende des Tages und zum Ende dieser Weltmeisterschaft. Auch die deutsche Mannschaft kann erhobenen Hauptes zurückreisen nach Deutschland. Am Ende Vierter geworden, wer hätte das vorher gedacht? Und es gibt noch weitere gute Neuigkeiten. Ja, erstmal Glückwunsch an Kanada natürlich auch von mir, hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Aber umso schöner zu sehen, dass sich eine Mannschaft im Turnier formiert und da richtig durchmarschiert. Und die deutsche Mannschaft ist auch ausgezeichnet worden. All-Star-Team, Moritz Seider und Corbinian Holzer und als bester Spieler des ganzen Turniers von der IHF ausgezeichnet worden, Moritz Seider. Herzlichen Glückwunsch auch da. Also, das war eine schöne Weltmeisterschaft. Du hast dich eben schon bedankt, zusammen mit Basti. Wir wollen uns natürlich auch bedanken, in meinen Augen und auch in den Augen des ganzen Teams. Habt ihr einen super Job gemacht. Man hat sehr viel Spaß gehabt, euch zuzuhören. Vielen lieben Dank an dich. Danke dir. Vielen lieben Dank natürlich auch an Basti, der das mit Sicherheit auch hört. Und hier geht es jetzt weiter für alle Motorsport-Fans. Also, die Eishockey-Weltmeisterschaft machen einen Haken hinter. War eine spannende Zeit. Jetzt aber Motorsport angesagt. Ruth Hofmann übernimmt mit dem AVD Motor- und Sportmagazin. Noch einen schönen Sonntagabend und bis bald. Die Eishockey-Weltmeisterschaft wurde präsentiert von Unibet. Bei Players, von Players.